Chitta Upassana, das ist die dritte der vier sogenannten Grundlagen der Achtsamkeit oder Grundlagen des Gewahrseins. Hier ein vereinfachter Auszug aus dieser wichtigen Lehrrede des Buddha. Bisschen vereinfacht. Dieser reine Weg führt zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage. Schon mal gut, hein? Zum Schwinden von Leiden und Schmerz, zur Gewinnung des rechten Weges, zur Verwirklichung des Nirvana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Welche vier? Nummer eins, da weilt man beim Körper eifrig, also mit dem Chillen ist das so eine Sache, weil es heißt da eifrig, Atape, mit Wissensklarheit und achtsam und mit Gelassenheit. Nummer zwei, da weilt man bei den Gefühlstönungen Vedana, das ist die angenehme oder unangenehme oder neutrale Qualität einer jeden Erfahrung. Eifrig, mit Wissensklarheit und mit Achtsamkeit und mit Gelassenheit. Nummer drei, das ist die relevante für den Vortrag, da weilt man bei Geist und Herz, eben bei Citta, eifrig, mit Wissensklarheit und achtsam, mit Gelassenheit. Und Nummer vier, da weilt man bei den Objekten von Herz und Geist, eifrig, mit Wissensklarheit und achtsam und mit Gelassenheit. Was heißt das also? Und wie genau sieht das aus bei Citta, bei Herz und Geist, weilen, wissensklar, achtsam und gelassen? Und wozu soll das gut sein? Wir üben uns oft in der Achtsamkeit des Körpers, im Stehen, im Gehen, im Sitzen, vielleicht bei der Atemerfahrung, bei anderen Körperempfindungen. Das ist die erste Grundlage der Achtsamkeit oder des Gewahrseins nach Buddhas Lehrrede. Dieses Zentriertsein oder Anwesendsein im Körper, auf dieser Erde, in diesem Moment, ist ganz wesentlich, wie wir wissen. Es verankert uns im Hier und Jetzt. Wir lernen, in uns selbst wieder zu Hause zu sein. Es hilft uns, die ständig verändernde und vergängliche Natur der äußeren und der körperlichen Realität zu erkennen und anzunehmen, hoffentlich auch. Ein sehr wesentlicher Aspekt der Praxis. Aber es ist nicht alles. Letztlich ist es der Geist, ist es unser Denken, unsere inneren Haltungen und unsere Absichten vor allem, die uns und unser inneres Leiden oder unser inneres Wohlergehen entscheidend prägen. Wirklich entscheidend. Im Dhammapada, das ist eine Sammlung bedeutender Aussagen des Buddhas, heißt es Vers 1. Unser Leben ist geistbestimmt, das heißt von unserem eigenen Geist. Es ist der Geist, also fühlen, denken und beabsichtigen, Absicht, der bestimmt und uns anführt. Darum brauchen wir das Gewahrsein, die Achtsamkeit von Herz und Geist, von Citta eben, Citta Upassana. Und statt Geist-Herz könnten wir auch einfach sagen Erfahrung. Denn Erfahrung gibt es eben nur, weil der Geist erfahren kann und erfährt Moment zu Moment. Ganz anders als zum Beispiel Steine oder Luft oder leerer Raum. Das ist eine Qualität von Bewusstheit. Ich möchte hier über zwei Aspekte der Achtsamkeit und des Geistes Herzens sprechen, über Citta. Vielleicht sage ich das nochmal später, aber ich möchte es nochmal klar machen. Klar ist die Achtsamkeit des Körpers wichtig, um uns zu verankern, um hier zu sein. Aber das Entscheidende passiert wirklich im Geist und eigentlich ist es eine gute Alltagspraxis, zu sehen, was der Geist tut mit uns. Dort ist das Entscheidende. Und ich gehe jetzt nicht nochmal in Details, kommt noch mehr, aber es war eigentlich das Thema den ganzen Tag, gestern und heute. Das ist überhaupt, glaube ich, mein Thema seit 30 Jahren, weil ich buddhistischer Lehrer bin. Kann man nicht anders. Sind wir das? Zwei Aspekte.
dieser Achtsamkeit des Geistherzens. Und das ist nicht ganz traditionell, diese Unterscheidung. Das erste ist die Achtsamkeit oder das Gewahrsein der verschiedenen Geisteszustände, Cetasikas, wenn jemand es auf Pali möchte, der verschiedenen Verfassungen, in der sich der Geist befindet, oder der Absichten, oder der inneren Haltungen, oder der Stimmungen, oder der Gefühlslagen, in denen er sich befindet, wie eben zum Beispiel Freude oder Ärger, Erwartung oder Befürchtung, Vertrauen oder Zweifel, Sammlung oder Zerstreutheit, Schläfrigkeit oder Wachheit und so weiter und so weiter. Der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, ich werde über die Achtsamkeit oder das Gewahrsein der Natur von Geist und Herz sprechen. Über sein Wesen, über die Charakteristiken, über seine Merkmale oder vielleicht woraus er besteht, seine Fassbarkeit oder eben seine Nichtfassbarkeit. Vielleicht könnte man über die zwei Aspekte auch sagen, das erste ist die Achtsamkeit von allem, was Herz und Geist so tun, und das zweite ist die Achtsamkeit von dem, was Herz und Geist sind. Zwei verschiedene. Eines ist die Funktionen, das andere das Wesen. In Bezug auf den ersten Aspekt, Achtsamkeit der Geisteszustände, ist das Wesentlichste das Erkennen von Kilesa und Sobana. Kilesa sind die unheilsamen Eigenschaften oder Geistesfunktionen, über die wir ständig sprechen, wie Verblendung, Täuschung, Identifikation, Ablehnung, Ärger, Hass, Schuldgefühle, Groll, Begierde, Verlangen, Anhaften, Zweifelsucht, Ruhelosigkeit, Faulheit, Eifersucht, Neiddünkel. Sie alle schaffen Leiden und verursachen Leiden und sind selbst leidvoll. Das muss man erkennen. Das muss uns klar sein. Das müssen wir erfahren haben, immer wieder, um zu sehen, ah, tatsächlich, sind nicht schlecht. Kann man drin leben für den Rest des Lebens? Ist okay. Tatsache ist, sie macht das Leben mühsam. Macht unser eigenes Leben mühsam. Und wenn man die Welt anschaut, sind genau die, die das ganze Chaos machen. Ist nicht irgendjemand. Sind wir die anderen, die wir erkennen müssen, sind die Sobanas, sind die heilsamen Qualitäten. Sobana heißt wunderbar oder schön. Die heilsamen Qualitäten von Herz und Geist, wie Annehmen, Geduld, freudiges Interesse, Wertschätzung, liebevolle Güte, Mitgefühl, Loslassen, Großzügigkeit, Offenherzigkeit, rechtes Bemühen, Bescheidenheit, Klarheit, Gelassenheit, Erkenntnis und Weisheit, sind viele. Sie alle schaffen inneren Frieden und sind an sich freudvoll. Scheint also ziemlich offensichtlich, dass es wesentlich ist für unser Wohl und Wehe, möglichst klares, achtsames Gewahrsein in diesen Bereich zu bringen, damit wir sehen, was die tun, was was ist und was was bewirkt. Ihr kennt wahrscheinlich mittlerweile alle die Geschichte von den zwei Wölfen. Der Großvater erklärt seinem Enkel, weißt du, zwei Wölfe leben in mir. Eines ist der böse Wolf, voller Begierde, Faulheit, voller Wut, Eifersucht und Eitelkeit. Der andere ist der gute Wolf, voller Freude und Mitgefühl, mit einer großen Liebe für diese Welt. Oft kämpfen diese beiden Wölfe in mir. Und der Junge fragt, welcher Wolf wird gewinnen? Und der Großvater antwortet, der, den ich füttere. Der wesentliche Teil von der Geschichte. Füttern heißt, die Geistes- und Herzenseigenschaften werden wachsen und stärker werden, in denen wir uns am öftesten aufhalten, in denen wir uns gewohnheitsmäßig aufhalten, in denen wir uns ständig immer wieder aufhalten. Die werden spontaner, automatischer. Wer sich ständig ärgert, kann das immer leichter. Fällt überhaupt nicht schwer. Das macht um. Schon ist er wieder da, der Ärger, weil das geübt ist. Und dasselbe mit Heilsamen. Zu den heilsamen oder den unheilsamen Funktionen gehört auch die innere Haltung, von der wir heute gehört haben. Die Art und Weise oder die Haltung, in welcher wir die
gerade erwähnten Geistes- und Herzenszustände und Eigenschaften betrachten, wie wir ihnen begegnen, wie wir mit ihnen umgehen. Und diese möchte ich hier besonders hervorheben, nochmal. Und wer oft und konsequent praktiziert, aufmerksam und präsent ist, so einigermaßen geübt im Erkennen von Zuständen wie Ärger oder Befürchtungen, vielleicht auch von Verlangen oder Anhaften oder anderen Hemmnissen wie Ruhelosigkeit oder Zweifel, sogar dann entgeht uns immer mal wieder die innere Haltung oder sie entgeht uns vollständig, die Haltung, mit denen wir diesen Eigenschaften begegnen. Das ist nicht etwas völlig anderes, aber zu schauen, wie gehe ich damit um. Ärger ist da, das ist das eine. Wir sehen, was Ärger tut. Die Frage ist nur noch, wie bin ich da mit Ärger? Bin ich noch verurteilend oder bin ich interessiert? Und sage, oh wow, wow. Ist gut, benennen ist gut. Kurz benennen, weil wenn ihr etwas benennt, könnt ihr die Tonlage des Benennens hören. Wenn ich mich ärgere und ich sage, Ärger, dann ist ziemlich offensichtlich, dass ich das blöd finde. Also da ist schon wieder die Wertung drin. Wenn ich mich ärgere und sage, oh wow, Ärger, hey, dann ist Interesse da, oder Neugierde, oder was immer. Ich möchte wissen, wie das funktioniert, was das ist. Da gibt es all diese Tonlagen, die uns eigentlich, die verraten, was die innere Haltung ist, die uns etwas sagen, wenn wir darauf hören. Wir sind immer wieder so hypnotisiert vom Objekt der Meditation und von der Erfahrung, die wir jetzt gerade haben. Und dabei verpassen wir eben oft die innere Haltung. Und dazu möchte ich noch einmal Sayadaw Techaniya zitieren aus seinem Buch »Schaut nicht auf die Hemmnisse herab«. Sie machen sich sonst lustig über euch. Das ist der Titel des Buches. Und das ist ein relativ langes Zitat und zum Teil Wiederholung, aber ich denke, ist gut zu hören. Entspannt und gewahr zu sein ist essentiell. Aber es ist auch sehr wichtig, die rechte innere Haltung zu haben. Die rechte innere Einstellung. Und was heißt rechte innere Haltung? Die rechte innere Haltung ist eine Art, den Dingen zu begegnen, die euch zufrieden, komfortabel und unbeschwert macht, mit was immer gerade eure Erfahrung sein mag. Was wäre die optimale innere Haltung? Mit was immer gerade die Erfahrung sein mag. Falsche Vorstellungen, falsches Verständnis oder nicht erkennen der Kleshas, eben dieser schwierigen Emotionen oder der Hemmnisse, beeinflussen eure innere Haltung. Wir alle haben falsche innere Haltung, das ist einfach so. Versucht also nicht, die rechte innere Haltung zu haben, sondern versucht vielmehr zu erkennen, ob ihr die falsche oder die rechte innere Haltung habt. Es ist wichtig, gewahr zu sein, wenn ihr die rechten Haltungen habt, aber es ist noch wichtiger, die falschen Haltungen zu erkennen und zu erforschen. Schaut, wie sie eure Praxis beeinflussen und auch euer Leben. Schaut, wie sie sich anfühlen. Vielleicht das Werten oder Verurteilen oder das Erwarten oder das Befürchten oder das Anhaften. Rechte innere Haltung ermöglicht euch, was immer geschieht, ob angenehm oder unangenehm, anzunehmen, anzuerkennen und zu beobachten in einer entspannten und wachsamen Weise. Ihr müsst beides annehmen und beobachten, gute und schlechte Erfahrungen. Jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, ob angenehm oder unangenehm, bietet uns eine Gelegenheit zu lernen, zu sehen, ob der Geist die Dinge annimmt, so wie sie sind, oder ob er mit Verlangen, Abneigung oder Bewertung reagiert. Ihr versucht nicht, die Erfahrungen so hinzukriegen, wie ihr sie gerne hättet. Ihr versucht zu sehen, was die Erfahrung ist, so wie sie ist. Selbst ist Wiederholung, aber es ist so wichtig, das zu hören. Und vergesst nicht, das Objekt, die Erfahrung selbst, ist nicht wirklich wichtig. Der betrachtende Geist, der sich im Hintergrund bemüht, gewahr zu sein, ist von großer Wichtigkeit. Wenn die Betrachtung mit der rechten inneren Haltung geschieht, ist jedes Objekt, jede Erfahrung, das richtige Objekt, die richtige Erfahrung. Habt ihr die richtige innere Haltung?
Das ist der Chania. Klingt wie ein Widerspruch und ist auch schon, hat er auch schon erwähnt, aber ich bringe es nochmal auf den Punkt. Manchmal heißt es, schaut, dass ihr die richtige innere Haltung habt, also eine heilsame, richtige Haltung. Ich sage oft, mit Gelassenheit, liebevoller, interessierter Gelassenheit dabei sein. Das ist auch Teil dieser Lehrrede, da heißt es immer noch mit Gelassenheit. Und manchmal aber heißt es, und das vor allem bei Utechania, egal welche Haltung ihr habt, wichtig ist, sie zu sehen, zu spüren und zu erkennen, was sie mit uns macht, was sie in uns bewirkt, bevor wir sie wegschieben und versuchen, eine andere zu haben, weil das dermaßen aufschlussreich ist. Also ist beides richtig. Versuchen, die richtige Haltung zu haben, aber wenn es die falsche ist, auch zu sehen, was die macht. Die Frage des Interesses und der Forschung, des Erforschens. Wie ist es? Was bewirkt es? Was geschieht da? Das ist der erste Aspekt. Achtsames Gewahrsein oder Betrachten der verschiedenen Geisteszustände, Absichten und inneren Haltungen. Und als Funktionsweisen des Geistes. Das ist in der klassischen Theravada-Version dieser Lehrrede das Hauptaspekt. Es gibt eben noch andere Traditionen, die dieselbe dritte Grundlage der Achtsamkeit anders betrachten. Kann man auch. In meinem Fall hier, der zweite Aspekt, den ich kurz besprechen möchte, ist das Gewahrsein der letztendlichen Natur von Herz und Geist. Was heißt das? Es heißt, dass wir unser achtsames Gewahrsein nicht auf die Inhalte und Zustände und Funktionen von Herz und Geist richten, also in diesem Zusammenhang auch nicht auf die innere Haltung, sondern auf das eigentliche Wesen, die Natur von Herz und Geist. Etwa so, wie wenn man im Kino anstatt auf den Handlungsinhalt des Films auf das bloße Erscheinen farbiger Lichter auf einer weißen Leinwand schauen würde. Ist gar nicht so einfach. Man hat das immer, weil wir so gewohnt sind, in den Inhalt reinzugehen. Deshalb gehen wir auch ins Kino. Ich meine, wer möchte, weiß nicht, was es kostet. Bei uns sind es 15 Euro bezahlen, nur um die farbigen Lichter flimmern zu sehen. Kann man auch am Fernseher üben, ist gar nicht so einfach, weil dieser Sog ist so wahnsinnig stark, die Gewohnheit. Wenn wir das tun, was sehen wir? Wir sind anstatt einer Reihe von Bildern und Eindrücken und Erfahrungen, die uns Aufregung oder Langeweile, Tränen oder Lachen hervorrufen, sehen wir eine sich vorweg schnell verändernde Prozession von Farben und Formen und Bewegungen und Tönen, Klängen, Geräuschen. Und je näher wir hinschauen, desto deutlicher sehen wir nur noch farbige Lichter auf einer leeren Leinwand. Ganz ähnlich mit unserem Herz und Geist. Je weniger wir uns vom Inhalt ablenken lassen, desto deutlicher wird sichtbar Gedanken, Vorstellungen, Kommentare, Gefühle, Stimmungen, Emotionen, sowie ein schnell wechselnder Strom von Sinneserfahrungen, wurde heute erwähnt in einer der Gruppen, entstehen und vergehen in einem eigentlich relativ leeren Raum. Gewahrsein ist ja nicht etwas, auf das man zeigen kann oder das irgendwie eine Farbe hat oder einen Geschmack. Es läuft ab. In der vorher beschriebenen Achtsamkeit von Herz und Geist haben wir also die Welt der Erscheinung, die wir normalerweise als die absolute Wirklichkeit sehen, die pausenlos von früh bis spät in unserem Geist und Herz erscheint und wieder verschwindet. Erfahrung, 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 Erfahrung. Und die Sinneserfahrungen von außen, die Gedanken und Gefühle von innen, Körperempfindungen von innen. Das heißt, hier üben wir uns, ich wiederhole mich, die unheilsamen Klesha abzubauen und die heilsamen oder Sobana-Qualitäten zu kultivieren. Wenn wir aber die Dinge, die Erscheinungen, den Geist näher betrachten und unterstützen, wenn wir sozusagen seine Essenz suchen, finden wir nichts. Und es ist nicht eine Theorie, schaut hin. Es sind immer Erfahrungen, 6 Sorten etwa. Aber es ist nichts dran, was man festhalten könnte, weil es gleich wieder ändert.
So schrieb Nyoshul Kenrinpoche, einer meiner Dzogchen-Lehrer, betrachte im Äußeren die erscheinenden Dinge wie das Wesen einer Fata Morgana, unwirklich wie Träume, wie Regenbögen, wie der Mond gespiegelt im Wasser. Betrachte im Innern deinen eigenen Geist, aufregend und spannend, wenn nicht wirklich untersucht, aber wenn näher erforscht, ist nicht viel dran. Man findet ihn nirgends, kann nicht sagen, das ist er. Er ist unfassbar wie der Nebel und alle Dinge, die darin erscheinen, natürlich auch. Nichts Fassbares und doch scheinen wir eine solide Welt zu haben. Ich bin vor einem Monat in Wien gegen eine Glasscheibe gelaufen, die ich nicht gesehen habe, die wahnsinnig gut geputzt war. Das war wahnsinnig solid. Nicht so, dass plötzlich Glaswände nachgeben, geschweige denn Mauern. In dieser soliden, scheinbar soliden Welt nehmen wir oder erfahren wir auch ein ziemlich scheinbar unveränderliches Ich oder Selbst. Das ist unsere fixierte Welt. Ich und die feste, statische Welt. Warum sollten wir an all diesen Beobachtungen Interesse haben? Immer wieder die Preisfrage. Weil dadurch das Gefangensein in unseren Geschichten und Dramen abnimmt. Im Ergreifen der nicht wirklich soliden Wirklichkeit. Weil wir der Macht und dem Impact der acht Winde der Welt nicht mehr so ausgeliefert sind. Interessant, die acht sind nicht die acht Windeln, und die acht Winde. Und es gibt viele Listen. Buddhisten haben gerne Listen. Es gibt viele, das sind nicht nur acht. Ich bin schon auf über 12 gekommen. Grundsätzlich Gewinn und Verlust. Auf jeder Ebene läuft ständig Lob und Tadel. Das ist auch ganz wichtig für uns. Erfolg oder Misserfolg in kleinen Dingen, in großen Dingen. Eigentlich angenehm. Oder mühsam, schmerzhaft. Leidvoll, das sind eigentlich die Hauptzwei Winde. Weil wir uns dadurch weniger und weniger in den unheilsamen Klischees und Hemmnissen, unheilsamen Geisteseigenschaften verlieren und so dem selbsterschaffenen inneren Leiden entkommen. Deshalb wollen wir all das betrachten. Weil so und nur so tieferer innerer Friede, Ruhe, Klarheit, Heiterkeit, Freude und Gelassenheit entstehen können. Und was braucht es, um dies zu sehen und zu erfahren? Eben enormes, fortwährendes Interesse. Mehr und mehr das Gefühl, Interesse ist der Schlüssel zu allem. Und alles, was wir wissen müssen über diesen Pfad, wenn es uns wirklich brennend interessiert, werden wir alles selbst herausfinden und die Infos von überall herkriegen. Und wenn es uns nicht interessiert, können wir schon ein bisschen meditieren täglich und all das, es wird gar nichts bringen in Bezug auf diesen Weg. Und natürlich braucht es eben das gute, alte, achtsame Gewahrsein und ein Aufgeben von Identifikation und Ergreifen von Erfahrung von Moment zu Moment. Das ist die tiefste und bedeutsamste Übung. Wenn uns das gelingt, oder in dem Maß, wie uns das gelingt, können wir uns Longchenpa, großen Dzogchen-Meister, anschließen mit dem Vers, den viele Lamas immer wieder rezitieren. Und ich möchte damit schließen. Betrachte ich das magische Spiel dieser Welt, wie sie zu sein scheint, kommt überwältigendes Mitgefühl in mir hoch, wenn man all das unendliche Leiden sieht. Betrachte ich ihre Natur der innewohnenden Leerheit, das heißt leer von fassbarem Ich und leer von greifbaren Dingen, das ist, wie sie wirklich ist, kann ich nicht anders als staunen und in Gelächter ausbrechen. Ich finde das ein interessanter Vers. So üben wir uns in Chittanupassana, der Betrachtung von Herz und Geist, dem Weg zur inneren Freiheit.